Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bleibt vorerst zur Behandlung in Russland. Eigentlich sollte er nach Deutschland gebracht werden. Allerdings ist sein Zustand so schlecht, dass die Ärzte in Omsk den Transport untersagt haben. Bei Nawalnys Frau Julia stößt das auf Kritik. Sie weigern sich, ihn gehen zu lassen. Sie sagen, er sei nicht transportfähig. Dabei hatte sich gerade erst etwas getan und sie waren schon dabei, die Dokumente für seinen Transport vorzubereiten. Den Ärzten zufolge ist Nawalnys Zustand noch nicht ausreichend stabil. Wie es heißt, liegt der Putin-Kritiker im Koma und wird beatmet. Die Nacht verlief gut. Sein Zustand heute um 8 Uhr morgens hatte sich verbessert, aber wir konnten ihn noch nicht stabilisieren. Die Ärzte sagten derweil, sie hätten kein Gift im Organismus von Nawalny gefunden. Nawalnys Mitarbeiter gehen dagegen weiter von einer Vergiftung aus. Die Substanz ist tödlich. Sie bedroht nicht nur Alexejs Leben, sondern auch das von anderen. Jeder, der mit ihm zu tun hat, sollte Schutzkleidung tragen. Sie sagen nichts, wir wissen nicht, was für eine Substanz es ist. Das Café am Flughafen Tomsk, in dem Nawalny den womöglich vergifteten Tee getrunken hat, blieb vorerst geschlossen. Nawalny hatte auf dem Flug nach Moskau das Bewusstsein verloren. Er wurde nach Omsk gebracht. Dort ist inzwischen auch das Spezialflugzeug angekommen, das ihn nach Deutschland fliegen soll.